Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Project Highrise. Ja, wir sind stehen geblieben in der letzten Folge, dass wir neue Büros und so weiter bauen können. Und ich werde jetzt einfach mal gucken, was wir da alles brauchen, um so ein Büro eröffnen zu können, beziehungsweise Mieter zu finden. Und Arztpraxen gibt es hier, aha. Da brauchen wir eine Drogerie. Kreativ- und Technikbüro. Oh. Oh, warte. Hausmeisterdienst. Druckdienstleistung. Oh, war ja. Oh. Bevorzugt höhere Etage. Hasst laute Bereiche. Hasst übelriechende Bereiche. Also Mülltonnen und irgendwelche Shops oder sowas. Oder Restaurants in der Nähe. Uncool. Die auch. Anwaltskanzlei. Oh! Die brauchen noch Restaurants, Café. Würde ich sagen, fangen wir mit den Arztpraxen an. Wieder von oben nach unten durcharbeiten. Und bedeutet, wir brauchen auf jeden Fall eine Drogerie. Das sollte nicht so das Problem sein. Aber wir hatten ja erstmal noch eine andere Idee gehabt. Und zwar Aufzüge hier zu bauen. Ich hoffe, die Aufzüge bringen auch noch ein bisschen mehr an, tja, Begeisterung auf bei den Leuten. Steht hier was? Aufzüge verbinden unterschiedliche Etagen. Beginnen Sie einen Aufzug im Erdgeschoss und erweitern Sie ihn nach oben oder unten. Na gut, bauen wir einfach hier hin, wie mein Plan ja war. Und reißen das Treppenhaus hier ab, außer nach unten. So war ja der Plan gewesen. Gut, ein bisschen Geld verloren, okay. Wir machen erstmal weiter. Und Drogeriemarkt. Drogeriemarkt. Büros, Drogerie, Drogerie. Gibt es das hier überhaupt? Nee, ne? Also wird es ein Laden sein. Einzelhandel. Stand da wirklich Drogerie? Warum braucht ein Büro eine Drogerie? Ach so, war ja eine Arztpraxis. Stimmt. Arztpraxis, Drogerie. Ja, gut, dann macht es natürlich Sinn. Dann macht es natürlich Sinn. Einzelhandel, kleines Geschäft und puh, wo passt das hin? Drogerie. Ah, ja nee. Bauen wir hier hin, passt gerade hier hin. Was gibt's denn hier? Lebensmittel und Getränke, Kleinelektronik, Bücher, Zeitungen und Zeitschriften. Drogerie, Blumenläden, Wein und Spirituosen. Gut, wir brauchen eine Drogerie. Was braucht die Drogerie? Ein Lagerraum. Wer hätte es gedacht? Und Telefon und Strom. Telefon und Strom können wir ihnen schon mal geben. Strom hat er und Telefon braucht er. Oh, dann müssen wir jetzt auch langsam hier mal aufrüsten, wa? Jo, 83%. Wir brauchen einen Lagerraum und wir brauchen mehr Platz. Bauen wir hier unten mal weiter. So, habt ihr erstmal was zu tun. Und ein Treppenhaus. Und ein Lagerplatz. Lagerraum. 500 Eusen. 600 pro Tag. 400 pro Tag. 400 Eusen pro Tag. Hackt es bei euch? Oh, und ein Riesenbau. Na, das ist ja super. Das ist ja... Das erfreut mich ja quasi immens. Oh, meine Güte. Na gut, das müssen wir hier hinknallen. Oh, warte. Na gut. Puh. Müssen wir noch warten, bis die Jungs hier fleißig waren. Dann können wir erst hier oben mal eine Praxis machen. Beziehungsweise, warte mal. Bauen wir hier. Arztpraxen. So, Drogerie benötigt. Ich dachte, ich kann das schon reinschieben. Ach ja, aber gut, 35 Tamtams haben wir schon. Und 40 Mitarbeiter. Also es wird, würde ich mal so sagen. So, der Aufzug wird auch fleißig genutzt. Sehr schön.
83%. Da müssen wir jetzt auch langsam mal investieren. Die 2000, glaube ich, waren es gewesen. Für den großen Stromabnehmer. 2000, genau. Dann können wir die anderen drei ausschalten. Haben dann aber mehr Strom. Weil die Unterhaltskosten 750 sind gleich. Aber gut, erstmal Lagerraum, Drogerie, Arztpraxis. Und dann kümmern wir uns um den Strom. Gut, da könnten wir jetzt eventuell schon mal... Ja, natürlich. Okay, aber ist halt so. Ich speichere automatisch. Sehr schön. Was wollte ich machen? Lagerraum. Eieiei, so viel Infofenster auf einmal. So. Bietet 4 Lagerbereiche für den Einzelhandel. Jeder kommerzielle Mieter benötigt einen Lagerbereich. Können wir also 4 Mieter dort reinbringen, okay? Interessant. Drogerie. 2 Drogeriemärkte hätten wir. Eine Apotheke und eine Pharmazie. Die Pharmazie will 2,40 an Miete bezahlen. Alles andere. Marktbereiche mit viel Verkehr. Okay, dann nehmen wir die Pharmazie, weil 10 Eusen mehr sind 10 Eusen mehr, ne? Gut, dann bauen sie das und das. Und dann können wir jetzt, just in diesem Moment, auch eine Arzt... eine Arztpraxis bauen. Schwierige Worte. Oder verwirrter Player. Könnt ihr euch jetzt aussuchen. Ich entscheide mich für den verwirrten Player, weil ich schon wieder vergessen habe, was ich wollte. Eine Arztpraxis wollte ich bauen. Gut, bauen wir. Eine Arzt. Wie? Benötigt eine größere Auswahl an Restaurants, die Frühstück anbieten. Benötigt eine größere Auswahl an kleinen Geschäften. Okay, das stand doch gerade noch nicht da. Na gut, aber wir brauchen auf jeden Fall den Strom. Ansonsten sind wir gleich platt. Bedeutet, abreißen, abreißen, abreißen. Pause-Modus. Und, ach nee, das war hier. Strom. Mittlere, wie groß ist das? 3 Stück, schade. Ach, wir können das genau hier zwischenbauen. Aber gut, bauen wir hier hin. Und jetzt sollte zack, 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 der Strom wieder da sein. Zack. Ah, also, die Kleinen hatten 10 Elektrizität. Und hier haben wir 50. Bedeutet, wir haben 20 mehr Elektrizität für den gleichen täglichen Preis sozusagen. Cool. Ja, war eigentlich relativ klar gewesen. Aber man weiß ja nie. Okay, haben wir wieder Platz. Telefon bräuchten wir demnächst auch mal. Neu. Bedeutet hier, größer kostet 1750 bei 800 pro Tag. Gut, also hier können wir auch einmal wieder das kleinere nehmen, verständlicherweise. Okay, gut. Wasser sollte kein Problem sein. Läuft. So, Drogerie. Strom und Telefon, haben wir das schon gemacht? Strom ist da. Telefon ist da. Gut, haben wir erstmal kein Problem. Arztpraxis funktioniert noch nicht. Würde ich sagen, schauen wir mal, wie es hier mit den Apartments aussieht. Was braucht man denn dafür? Strom und Wasser. Ja. Strom, Wasser und Gas. Und erwartet Abfallbehälter auf derselben Etage. Deswegen habe ich hier Platz gelassen. Ja, dann würde ich sagen, bauen wir davon auch noch welche. Bei 195 Miete ist es doch sehr, sehr gut. Okay. Und bevorzugt höhere Etage. Ist das jetzt höher? Höher als... Ja, was bedeutet höher? Ist höher... Höher als... E? Oder was ist höher? Ja, wahrscheinlich hat er prozentual, umso höher er ist, kriegt er immer noch so einen kleinen Bonus. Aber gut, das weiß ich eben nicht. Wir bauen ihn einfach mal hier. Wie viel sind es denn? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, 1, 2, 3, 4, 5. War klar. Was war anders zu erwarten?
Ja. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Da passt also noch ein Büro daneben. Ein normales, kleines Büro. Gut. Apartment. Braucht Wasser bzw. Gas. Das können wir schon mal durchziehen. Ja, braucht ihr jetzt Wasser oder braucht ihr der Gas? Ach du meine Güte. Strom, Wasser und Gas. Okay. Strom hat er noch nicht. Jetzt hat er Strom. Wasser braucht er. Hat er jetzt Wasser? Und Gas braucht er. Gut, man braucht kein Telefon und kein TV im Apartment. Gut, muss ja jeder selber wissen. Erwartet Abfallbehälter auf derselben Etage. Abfallbehälter. Das war hier. Behälter für jede Etage und eine Sammelstelle. Jetzt ist natürlich die Frage, wenn wir dort oben eine Mülltonne hinstellen als Behälter, brauchen wir ja wahrscheinlich auch eine Sammelstelle unten im Keller, oder? Abfallbehälter werden im Müllsammelraum im Keller entleert. Na gut, wir stellen erstmal hier so einen Abfallbehälter hin. So. Dann müsste der jetzt hier glücklich sein. Könnte von Zeit zu Zeit einen Klempner benötigen. Was kostet denn ein Klempner schon wieder? Dienste? Dienst fürs Büro, Dienst für ein Apartment. Handwerker. Kosten, Unterhaltskosten 50 pro Tag. Klempner 50 pro Tag. Ja, gut. Ja, bauen wir, wenn wir mehrere Apartments haben, sage ich mal so. Okay, wir nehmen erstmal den, weil jetzt müsste er alles haben. Gut. Okay, und das gleiche machen wir noch hier. Dass wir gleich ein paar haben. Da fehlt wieder ein so ein Schniepsel, ey. Ein so ein Schniepsel fehlt da. Gut, dann machen wir das auch noch. Dann machen wir hier mal 4, 6 Apartments hin. Das mit der Arztpraxis, das finde ich jetzt ein bisschen doof, aber okay. Benötigt. Und ich baue extra die Drogerie und dann meckert der immer noch. Braucht auch einen Hausmeisterdienst und einen Aktenablageserver. Bist du verrückt? Hausmeister und Druckdienst. Benötigt eine größere Auswahl an kleinen Geschäften. Kleine Geschäfte, dann bauen wir doch noch ein kleines Geschäft. Kleines Geschäft. Ein kleines Geschäft. Kleines Geschäft. Riesenbunker hier ist das. Aber den bauen wir mal hier hin. Was so? Was bringt jetzt hier richtig Kohle? Das wären 180 Miete. Kleinelektronik 250 Miete. Braucht Strom und Telefon. Aber wir haben keine Kohle mehr. Also wir spulen erstmal vor den Tag. Derzeit können wir ja mal gucken. 350 Kohle. 250 würden wir damit verdienen. Bücher sind 180. Drogerie 230. Blumen 185 und Spirituosen. Na, dann würde ich sagen, bauen wir mal auf jeden Fall eine Kleinelektronik. Denn Strom haben wir, Telefon haben wir. Strom haben wir, Telefon haben wir. Ja, wir brauchen halt nur Kohle. Oh, halt! Da kommt kein Gas an. Warum? Weil wir keine Gasversorgung haben. Ah, Player! Du Dösbattel. Ich hab schon gehört, wie ihr geschrien habt. Ey, du Pappnase. Bau deine Gasversorgung. Ja. Schade ist, keine Kohle da. Na gut, vielleicht überleben wir den Tag. Und wenn nicht, dann muss ich kurz irgendwie an Kohle kommen. Ah, so ein Mist aber auch. Dieser Mieter erwägt einen Auszug. Zu wenig Gasanlagen im Gebäude. Shitten. Schaffen wir das noch über den Tag?
Solange da noch kein roter, böser Kopf ist. Oh wei, oh wei, oh wei. Augen auf im Straßenverkehr. So, der Rest läuft eigentlich, wie es aussieht. Wie es aussieht. So, da ist jetzt jemand, der natürlich wahrscheinlich nicht so begeistert ist, weil er kein Gas hat. Aber gut. Na komm schon, 24 Uhr, los, los, los. Jawohl. 650 Eisen plus gemacht. Naja, immerhin. Jetzt muss ganz schnell Gas in dieses Haus hinein. Da haben wir noch einen Zweier Platz. Dann schmeißen wir ihn da hin. Und schon sollte da oben Gas ankommen. Und schon haben wir einen roten Kopf. Dieser Mieter erwägt einen Auszug. Nein, machst du nicht. Alles wird gut, mein Freund. Alles wird gut. Okay, jetzt haben wir auch ein bisschen Kohle. Kleinelektronik. Strom und Telefon. Kriegen wir das noch hin? Strom. Und Telefon. Ja, hat noch gereicht vom Geld. Sehr gut. Dann können wir jetzt den Typen hier reinholen. Dann haben wir 250 Eisen mehr. Oh, der ist ausgezogen. Is moving out. Click on the... Nein! Na gut, dann müssen wir da ein neues Apartment bauen. Tut mir natürlich sorry. Aber gut. Werden wir auf jeden Fall überleben. Davon gehe ich aus. Hoffentlich. Gibt er jetzt in dem Sinne keinen Jojo-Effekt. Das Kartenhaus kann nicht zusammenfallen, weil, ja. Das Apartment haben wir halt noch nicht gebraucht, sozusagen. Guck mal, und jetzt sind schon zwei Lagerplätze voll. Hat der hier bestimmt auch. Er belegt einen Lagerbereich, genau. Der Elektronikmarkt. Gut, wir gucken nochmal Gas. Wasser. Oh, Telefon. Telefon brauchen wir auf jeden Fall, wenn neue Kohle kommt. Brauchen wir eine neue Telefonversorgung. Ansonsten bricht das auch zusammen. Aber gut, wir gucken uns einfach mal das Gewusel hier an. Und das ist unser neuer Laden. Der hochmoderne Smartphones verkauft. Ja. Smartphones mit Touchbrett und mit aufziehbarer Antenne. Hervorragend. Ja. Cool. Ja, was es hier nicht so alles gibt in unserem Player Tower. Jetzt sind wir das erste Mal über 50 Tamtams gekommen. Jetzt könnten wir eine Werbeaktion starten. Keine Ahnung, wie viel das bringt und ob das was bringt. Aber wir lassen das erstmal sein. Wir schauen uns das Gewusel hier mal ganz in Ruhe an. Würde ich mal so behaupten. Mit dem Aufzug gefällt mir auch sehr, sehr gut hier. Vielleicht könnte man ja auch dann, wenn das Haus auch noch ein bisschen breiter wird, hier hinten auch nochmal so einen Aufzugsschacht bauen. Das wäre doch mal eine gute Idee. So, jetzt Kohle her, denn wir wollen hier noch ein paar Apartments bauen. Das war das, wa? Ja. Kohle her, Kohle her. Das ist nicht schwer. Na. Ja, das ist aber alles noch nicht so. 355 plus. Wir brauchen mehr Büros. Wir brauchen mehr Büros anscheinend. Erstmal brauchen wir das. Erwartabfallbehälter haben wir. Erwartabfallbehälter haben wir. Also fast. Haben wir fast. Abfallbehälter hier. Und du brauchst Strom. Und wir haben keine Kohle mehr. Oh! Du kriegst die Tür nicht zu. Dann können wir den ja auch rein theoretisch wieder abreißen, weil wir bringt da keine Punkte. Also haben wir jetzt dafür Geld bezahlt, ne?
Gut, der wartet auf den Einzug und der hat noch gar nichts. Ja, dann wird der auch gleich wieder ausziehen. Der Player lernt aber auch nichts. Der lernt einfach nicht dazu. Oh, weil Arztpraxen. Größere Auswahl an Restaurants, die Frühstück anbieten. Der braucht Hausmeisterdienst und Druckdienstleistungen. Würde ich sagen, nehmen wir hier auch nochmal ein paar. Was kriegen wir denn dafür? 320 pro Tag. Oh, es gibt Schotter. Anwaltskanzlei. Oh, da brauchen wir noch zu viel. Und das ist noch nicht frei. 380. Würde ich sagen, beginnen wir hier mit den Technikbüros. Ja, erstmal brauchen wir Zaster. Ansonsten, ich habe keine Lust eigentlich, mir einen Kredit aufzunehmen. Bin ich mir eigentlich zu schade für. Aber wenn es so ist, dann ist es so. Gut, die Damen und Herren, ich würde sagen, für diese Folge reicht's auch mal wieder. Ich werde diesen Tag hier noch abwarten, bis die Kohle aufs Konto kommt. Mal schauen, wie viel. Also, viel wird's nicht sein. Aber vielleicht können wir ja dadurch die zwei Services sozusagen, die wir neu brauchen für die Technikbüros, erwerben. Und ja, ich bedanke mich wie immer beim Zuschauen und hoffe, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, wenn es heißt, das Hochhaus wächst. Also, bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao.